Im Away-Sektor. Sie beherrschen die Kurven und schwören, ein Leben lang für den Verein da zu sein. Und zwar auch freitagsabends, wenn es regnet und ein Auswärtsspiel in Rostock ansteht. Da fragt sich der Nachwuchs bang, wie wird man eigentlich ein richtiger, harter Ultra? Ein Bewerbungsratgeber. Um gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Ultra zu sein ist kein Hobby, kein lustiger Zeitvertreib. Ultra zu sein bedeutet, immer für deinen Verein da zu sein, dein ganzes Leben lang. Oder zumindest bis du 18 Jahre alt wirst und deine Freundin dich samstags zum Badminton schleppt. Auch ein schöner Sport. Aber bis dahin ist es noch verdammt lang hin, du bist ja erst 14 Jahre alt, deine Eltern haben dich leider Rüdiger Strohtanz genannt und willst erst einmal ein Ultra werden, zum harten Kern gehören, der König der Kurve sein. Und das geht so. Zunächst einmal braucht ein echter Ultra seine ganz private Gruppe, eine verschworene Sondereinheit, knallharte Burschen mit Vietnam-Erfahrung und Nahkampfausbildung. Und diese harten Jungs brauchen natürlich einen ordentlichen Namen. Streng nach der Faustregel, militärischer Kampfbegriff aus dem Zweiten Weltkrieg plus Stadtteilname. Weil allerdings schon meistens 15 Brigaden und 28 Kommandos im Block herumlungern, bedient ihr euch am besten im Archiv Katastrophenfilme der 80er Jahre. Als Arbeitstitel klingt dann Inferno Harse Winkel schon prima. Auch wenn ihr streng genommen nur drei Jungs seid, du, dein kleiner Bruder und dessen bester Freund Kevin Lüttgebomert, und die beiden sind noch in der 5. Klasse. Ist die Gruppe dann getauft, brauchst du nur noch einen ganz persönlichen Kampfnamen, der in der Szene schnell zum Begriff und der von den anderen Halbwüchsigen ehrfurchtsvoll gehaucht wird. Deine schulischen Spitznamen Rüdi, Eutergesicht und Eule taugen allerdings überhaupt nicht. Nenne dich stattdessen Pyropsychopath oder Allesfahrer oder HW Rudi on Tour. Bis dir die anderen Jungspunde im Block ehrfurchtsvoll Platz machen, ist es allerdings noch ein bisschen hin. Bis dahin bringst du dich aktiv in die Gesamtgruppo ein, beispielsweise bei der Anfertigung der neuesten Block-Choreografie in der Mehrzweckturnhalle hinter dem Stadion. Weil du aber in Englisch zwischen ausreichend Minus und mangelhaft Plus stehst, überlässt du das Pinseln der Buchstaben für den flotten Spruch lieber den Kollegen von der Realschule, sonst liest am Wochenende das ganze Stadion deinen Versuch, Schalke Power zu schreiben. Power mit AU. Power ist Englisch und heißt Kraft. Aua. Hast du dich lange genug mit niederen Hilfsarbeiten bei den Köpfen der Ultraszene eingeschleimt, ist es an der Zeit, auch überregional deinen Ruhm zu mehren. Der einfachste Weg, die eigene Homepage. Unter der altgedienten Adresse www.familie-strohtanz.de/kinder/inferno-html stellst du Bilder der letzten Auswärtsspiele ins Netz, bei denen eure komplette Gruppo anwesend war. Stelle allerdings keine Gruppenfotos, sondern ausschließlich Schnappschüsse auf die Seite, auf denen ihr gerade die Kreissportanlage Espelkamp oder den heimischen Garten mit drei Rauchgranaten aus Bundeswehrbeständen völlig eingenebelt habt. Inmitten des ganzen Rauchs fällt dann nicht auf, dass ihr in Wirklichkeit nur drei Leute seid und dein kleiner Bruder auch noch schrecklich husten musste. So kannst du unwidersprochen unter das Foto schreiben, unser Höllenmob enterte den Away-Sektor und gab sich erst einmal Gerstenkaltschalen satt. Außerdem stellst du natürlich ein Gästebuch bereit, in dem du gleich nach der Einweihung unter Pseudonym bewundernde Kommentare vermeintlicher Besucher veröffentlichst. Etwa, grandiose Show, ihr seid die Macht. Andersherum tummelst du dich natürlich vor den Spielen auch auf den Seiten gegnerischer Ultras und pöbelst, was die Tastatur hergibt. Deine Argumentation ist zwar nicht immer ganz schlüssig, Zitat, am Samstag werden wir eurem Kindergarten mal zeigen, was eine Hake ist, ihr Rentner, und ebenfalls nicht immer ganz frei von Rechtschreibfehlern, etwa, Hurra, Hurra, die Schalker, die sind da. Dafür plauderst du aber auch keine strengstens gehüteten Geheimnisse der Szene aus, etwa wie die Choreografie am Wochenende aussehen wird. Nur hin und wieder rutscht dir was raus, Zitat, euch erwartet einiges. Oben ein großes Vereinswappen, darunter 1000 blaue Fähnchen und der Spruch wird richtig geil aussehen, ihr Lutscher. Am Wochenende dann, wenn die gegnerische Kurve auf euren Spruch mit einem lässigen Konter reagiert hat, da moserst du dann mit den Kumpels über den, Zitat, Schwachkopf, der wieder mal nicht dicht halten konnte. Aber du bist natürlich nicht nur ein Sprücheklopfer, du kennst auch die ehernen Gesetze der Ultras. So kannst du selbstverständlich das Ultra-Manifest auswendig. Das wurde einst von den Ultras des AS Rom geschrieben, zusammen mit Mama Miracoli und Enrico Parlazzo.
Drinnen steht so einiges, vor allem aber, dass Ultras das ganze Spiel über nicht aufs Spielfeld blicken dürfen, sondern immer darauf achten müssen, dass sich alle Hände im gleichen Takt von links nach rechts bewegen und umgekehrt, wenn es der Vorsänger nur befiehlt. Überhaupt, das weißt du inzwischen, müssen Ultras alles machen, was der Vorsänger, das ist übrigens der, der die ganze Zeit mit krebsrotem Kopf auf dem Zaun sitzt und durchs Megafon blökt, anordnet. Und wenn das Spiel vorbei ist, fragen sich alle, inklusive Vorsänger, wie das Spiel wohl ausgegangen sein mag. Aber zurück zu dir, Rüdiger Strohtanz. Du bist in der Kurve inzwischen richtig akzeptiert. Nun ja, was heißt akzeptiert? Zumindest werden dir auf Auswärtsfahrten nicht mehr ständig mit dem Feuerzeug die Haare am Hinterkopf angesenkt und dein anfänglicher Spitzname, ganz arme Haut, ist ebenfalls passé. Man nennt dich stattdessen Patient. Immerhin besser als nichts. Dafür kursieren allerlei lustige Geschichten über dich in der Szene und werden gerne weitererzählt. Zum Beispiel, wie du mal im Sonderzug ins Schaffnerabteil geschifft hast, weil du dachtest, es sei die Zugtoilette. Und wie du dir im England-Urlaub von einem besoffenen Tätowierer in Brighton das Vereinswappen auf den Oberarm hast tätowieren lassen, dir die ganze Sache allerdings sofort ein bisschen komisch vorkam und du jetzt ein Problem hast, weil es eine Menge Geld kosten würde, Schlake 05 Gessekirch via Laser entfernen zu lassen. Neben deinen Aktivitäten für den Heimatverein bist du natürlich auch immer unterwegs, um den Ultragedanken auch in den letzten Winkel Europas zu bringen. Allein im Oktober 2004 warst du bei Spielen in Espelkamp, Hohenlohe, Worms, Steinhagen, Billerbeck, Passau und Neu-Ulm. Natürlich nie ohne den frisch gebastelten Inferno-Hasewinkel-Doppelhalter. Ordentlich Pyro und natürlich Gerstenkalschalen im Away-Sektor. Und damit auch alle Welt von deinen Allesfahreraktivitäten erfährt, schickst du Grüße von jedem Sportplatz an alle verfügbaren Ultra-Fanzins. Allein Erlebnisfußball bekommt von dir täglich 9 Karten mit Grüßen von diversen Fußballspielen, nur der Poststempel Hasewinkel auf allen Karten und der verräterische Gruß von Boca Fluminense und Westfalia Herne gegen Fichte Bielefeld, beides angeblich gesehen am 14. Oktober 2004, erregt Misstrauen. Weil du aber so ein bunter Hund bist, wirst du irgendwann zum Capo ernannt. Zunächst denkst du, es heißt Capo und kommst ab sofort immer mit neuer Kappe zum Spiel. Ein Capo ist jedoch so etwas wie ein Riegenführer bei den Bundesjugendspielen. Er muss Busreisen zu Auswärtsspielen organisieren und, na klar, persönlich für den Schaden aufkommen, wenn die vollstrammen Milchbärte auf den hinteren Bänken wieder mal die Schonbezüge vollgereiert haben. Aber für all die Mühsal wirst du entschädigt, denn wenn der Vorsänger krank ist, darfst du auch mal auf den Zaun klettern und entfesselte Gesänge durchs Megafon rühren. Allerdings fällt unschön auf, dass du noch immer im Stimmbruch weilst. Deine Anfeuerungen erinnern an das Geblöke ungemolkener Kühe. Besser also, du liest dir hinterher nicht die Kommentare im offiziellen Vereinsforum durch. Die sind nämlich nicht wirklich aufbauend. Zitat, holt den Irren vom Zaun, aber zackig. Und dennoch, du bist am Ziel deiner Träume. Du hast alles erreicht. Du bist Ultra, ein Capo, schwerstens tätowiert, der König der Kurve. Du gibst alles für deinen Verein, ein Leben lang. Und morgen wirst du 18 Jahre alt. Badminton ist ja auch irgendwie ein toller Sport, sagt jedenfalls deine Freundin.